Ja, hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Ankündigung jetzt gerade meiner Person. Ich bin der letzte Act Ihres Tags der Lehre heute und hoffe noch auf Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Interesse und versuche mich natürlich kurz zu fassen, weil ich weiß, dass Freitagnachmittag ist. Also mein Thema ist das Lernen in der Zivilgesellschaft, wie studentische Erfahrungen außerhalb der Hochschule mit Wissenschaft verknüpft werden können. Und dafür gibt es einen ganz griffigen, also griffig ist der Begriff nicht, aber es gibt einen Begriff, der in der deutschen Szene dazu läuft oder genutzt wird in der Hochschulszene, und der heißt Service Learning. Und ich möchte, aufgrund der Zeit überspringe ich jetzt einfach mal die Gliederung. Oh, das springt gar nicht. Muss ich hier was anmachen? Sekunde. Genau, also ich möchte Ihnen Beispiele vorstellen, um erstmal klar zu machen, was Service Learning ist, und dann ein bisschen auf die Entwicklung in Deutschland eingehen, aktuelle Forschungsergebnisse und dann aber, was eigentlich der ursprüngliche Gedanke war, als es entwickelt wurde oder als es entstanden ist vielmehr. Und Beispiele sind zum Beispiel an der Hochschule in Augsburg zu finden, und da gibt es ein Projekt in der Mechatronik, also im Studiengang Mechatronik, häufig auch in Kooperation mit der Informatik, wo Studierende im sogenannten Felsensteinhaus, da wohnen Menschen mit Behinderung, technische Geräte entwickeln. Und diese Geräte sind zum Beispiel ein Tischfußball, der irgendwie technisch gesteuert werden kann, sodass Menschen Tischfußball spielen können, die motorisch dazu nicht in der Lage sind, weil beispielsweise die Hände motorisch eingeschränkt sind oder nicht vorhanden sind. Genauso gibt es einen Flipper, der von Studierenden entwickelt wurde, oder auch eine Autorennbahn, die mit Hirnströmen gesteuert wird, also wo gar nicht mehr motorisch was passiert, sondern diejenigen, die dann spielen mit der Autorennbahn, das eben, ich weiß nicht wie, aber irgendwie mit ihrem Kopf machen. Und das wurde eben von Studierenden entwickelt im Rahmen von Lehrveranstaltungen und natürlich dann mit Unterstützung der Dozenten. Also konkret diese Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Augsburg und dem Fritz-Felsenstein-Haus läuft schon seit über 7 Jahren, und im Laufe der Jahre sind eben immer wieder neue, ich sage jetzt mal, Spielzeuge und andere technische Geräte entstanden. Was anderes ist auch eine Kunstmaschine, wo ein Gerät Farbe wirft und gleichzeitig an eine Wand sich Blätter bewegen und dann eben sehr abstrakt halt Farbkleckse und so bunte Dinge entstehen, ob das künstlerisch wertvoll ist, weiß ich nicht, aber es macht höchstwahrscheinlich sehr viel Spaß, damit zu spielen oder damit Kunst herzustellen. Genau. Dann ein anderes Beispiel ist von der Bergischen Universität Wuppertal, und da haben Studierende der Biologie eine Ausstellung zum Thema Blüten und Bestäuber erstellt und die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das natürlich auch wieder in Rückkopplung mit einer Lehrveranstaltung, um eben sich inhaltlich mit dem Thema Blumen, Bienen, Blüten etc. auseinanderzusetzen und welche Rolle die eben spielen in der Landwirtschaft, in der Natur, und das gleichzeitig aber auch für die Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen als das, was, also heute ist das ja medial ein Thema, dieses Projekt ist aber schon von 2015, also vor 3 Jahren, als das Thema gerade erst aufkam, auch in der Öffentlichkeit. Genau, dann springe ich einfach mal hier drüber, weil die Zeit eben schon rennt. Dann ist es auch möglich, das in internationalen Projekten zu machen. Zum Beispiel an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gibt es das Projekt Kuganda. Und da fahren jedes Jahr Studierende und Lehrende nach Kampala und arbeiten dort mit lokalen Schulen zusammen und mit den Lehrern in den Schulen und machen mit denen Projektarbeit, erstellen Unterrichtsmaterial, machen Team-Teaching, also dass die deutschen und die ugandischen Lehrer oder die angehenden Lehrer aus Deutschland und die ugandischen Lehrer zusammenarbeiten und sich gegenseitig Feedback geben und natürlich auch inspirieren in ihrem Herangehen an das Lernen. Und dann ein weiterer Aspekt dieses Projektes ist eben auch Fundraising zu betreiben, um Gelder für Schulmaterial und Ähnliches zu sammeln. Und außerdem gibt es eine Bildungsradiostation, das Radio Hope Kampala. Das ist, ich glaube, das ist eigentlich zufällig entstanden, ist jetzt aber ein genauso wichtiger Teil wie die Zusammenarbeit mit den Lehrern. Und da geht es eben darum, Familien übers Radio zu erreichen, die sonst eigentlich keinen Zugang zu Bildung haben. Also die weder lesen noch schreiben können, die aber ein Radio bei sich zu Hause stehen haben und darüber dann Informationen erhalten, die ihnen sonst nicht zugänglich wären.
Auch in der Medizin gibt es Projekte dieser Art, also da zum Beispiel Luthers Waschsalon in Witten-Herdecke, beziehungsweise direkt in Witten. Und wenn man es lesen kann, sehen Sie ja ganz unten, dass es sogar im Bereich der Zahnarztausbildung mittlerweile zum Pflichtprogramm gehört, dass die Studierenden daran teilnehmen. Und zwar bieten sie da eine medizinische Sprechstunde an für Personen, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, also die keine Krankenversicherung haben. Und oder zum Beispiel auch, ja, also das trifft auf Asylbewerber zu, auf Leute, die wie auch immer illegal einen illegalen Aufenthaltsstatus haben oder sonstig komplett außerhalb des Sozialsystems leben und dort eben natürlich auch nur eine notdürftige medizinische Versorgung erhalten, also natürlich nicht jedes Problem in der Weise bearbeitet werden kann, so wie wir, wenn wir zum Arzt gehen, aber trotzdem grundlegende medizinische Dienstleistungen ihnen dort zur Verfügung stehen. Und das und das fließt eben eindeutig, also auch wieder zurück ins Medizinstudium. Und durch diese Verpflichtung in der Zahnmedizin ist ja eindeutig die Verknüpfung auch zum Studium zu erkennen. Dann gibt es auch Beispiele bei Ihnen hier in Nürnberg. Und zwar habe ich am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte ein Projekt gefunden. Wenn ich es richtig gedeutet habe, findet das immer wieder statt oder ist zumindest die Dozentin immer wieder in ähnlichen Projekten aktiv. Und zwar möchte sie hier die historische Sachkompetenz der Studierenden fördern und zwar am Thema Frauen- und Geschlechtergeschichte, indem sie mit Studierenden erstmal Materialien arbeitet über berühmte Nürnberger Persönlichkeiten und das dann mit, wiederum in Schulen mit Kindern in der 4. bis 6. Klasse, behandelt. Also eigentlich den Kindern dann näher bringt, was sie selbst historisch erarbeitet haben oder mit einer historischen Perspektive und damit einerseits einen Beitrag für die Bildung in der Schule leisten und gleichzeitig sich selbst aber natürlich auch sehr fachlich mit Inhalten der Regionalgeschichte auseinandersetzen und auch mit einer Genderperspektive in historischen Zusammenhängen sich auseinandersetzen und davon eben auch fachlich inhaltlich profitieren, dass sie was tun, was eigentlich außerhalb des Seminarraums wirkt. Wenn Sie Interesse haben, sich noch weitere solche Projekte und Lehrveranstaltungen anzusehen, können Sie das vor allem auf den Seiten dieser Hochschulen. Es gibt noch mehr Hochschulen, die mit Service Learning schon sehr aktiv sind, aber hier die sechs, sind es sechs? 2, 4, 6, ja, die ich hier aufgelistet habe, die haben mittlerweile schon eine recht umfangreiche Dokumentation angelegt, sodass man immer wieder sehen kann, was läuft da, in welchem Semester, in welchem Studiengang. Und das ist auch sehr divers. Ich war jetzt selbst überrascht, die Beispiele, die ich gebracht habe, sind ja auch so im Technologiebereich, in der Medizin, in der Geschichte, weil Service Learning seine Ursprünge in Deutschland eigentlich in der Pädagogik und in den Geisteswissenschaften hat. Aber es ist eben in sehr vielfältigen Bereichen anwendbar. Und um das verständlicher zu machen, sprechen wir erstmal darüber, was Service Learning ist. Da gibt es nämlich immer drei Beteiligtengruppen. Zum einen die Hochschule. Im Wesentlichen sind die Lehrenden diejenigen aus der Hochschule, die da aktiv werden. Dann die Studierenden, die rausgehen aus ihrem Seminarraum und Projekte oder Aufgaben jenseits der Hochschule erarbeiten. Und die Gesellschaft. Sehr breit gefasst. Konkret sind das öffentliche Organisationen oder Non-Profit-Organisationen. Also öffentliche Organisationen sind Verwaltungen, öffentliche Schulen. In Halle zum Beispiel, wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe, da wurde häufig was mit dem Landratsamt gemacht. Genau, Non-Profit-Organisationen werden auch gemeinnützige Organisationen genannt. Das sind Vereine, Stiftungen, Genossenschaften, also Organisationen, die im Unterschied zu Unternehmen zwar auch wirtschaftlich handeln, aber die dabei gemachten Gewinne wieder rückfließen lassen in die eigene Arbeit. Also da ist das Ziel eben immer, das, was erwirtschaftet wird, zugunsten des inhaltlichen Zieles auszugeben und weiter zu verwenden. Anders als ein Wirtschaftsunternehmen, wo ja Leute, wer auch immer, teilweise die Angestellten, aber letztlich dann Teilhaber und die Inhaber der Unternehmen Gewinne abschöpfen und die dann quasi in private Kanäle umleiten. Das meine ich jetzt nicht im illegalen Sinne, sondern das sind dann einfach die Gewinne, die gemacht werden bei Unternehmen. Und das ist bei Non-Profit-Organisationen eben nicht so, sondern da ist es ein steter Fluss innerhalb der gemeinnützigen Organisation. Also die Gelder werden eingenommen und fließen auch sofort wieder zurück in die Arbeit. Was bedeutet das für die Studierenden, wenn sie mit ihren Lehrenden zum einen im Seminarraum
irgendwas vorbereiten oder erarbeiten und zum anderen aber vor allem auch außerhalb des Seminarums aktiv werden und zum Beispiel diese Spielzeuge für Behinderte entwickeln, Ausstellungen mit Schülerinnen und Schülern oder für die Öffentlichkeit erarbeiten etc. Für Studierende heißt es, dass sie im Seminarraum sind, dort wissenschaftliche Inhalte lernen, also ganz konkret ihre Fachinhalte, die sie sonst auch lernen würden, wenn sie kein Service Learning machen, und dass sie aber parallel dazu auch immer wieder im Service sind. Also Service ist dieser Teil, der außerhalb der Hochschule stattfindet, in Kooperation mit den Non-Profit oder öffentlichen Organisationen, und dort mit auch konkreten Ansprechpartnern erarbeiten, was die eigentliche Aufgabe ist. Also das ist immer wichtig, dass am Anfang natürlich klar gemacht wird, wo soll es hingehen, und das wäre, wenn es darum geht, zum Beispiel diese Maschinen oder Apparaturen zu entwickeln, dann gab es da wahrscheinlich irgendwann ein Brainstorming, so was haben wir hier, was würdet ihr gern entwickeln, also welche Geräte gibt es schon, was sind die Interessen der Bewohner des Hauses, welche Einschränkungen haben die und welche Interessen haben die Studierenden, was sie gern entwickeln möchten. Und da findet man dann irgendwann Schnittmengen und es stellt sich eben heraus, okay, wir möchten gern eine Autobahn entwickeln, die nur kognitiv gesteuert wird. Und dann geht's los. Also dann, geht los ist natürlich auch anspruchsvoll. Meist wird das in Teamarbeit umgesetzt, dass die Studierenden Teams bilden, dass die Lehrenden dann die Teams natürlich immer inhaltlich auch unterstützen, dass sie ihnen den fachlichen Input geben, was sie dafür brauchen, oder die Verweise geben, wo sie finden, was sie brauchen, dass die Studierenden das sich zum Teil sogar im Selbststudium erarbeiten, dass sie natürlich immer wieder die Studierenden den Kontakt zu ihren sozusagen Auftraggebern haben und vorstellen, was sie haben, wie es weitergeht, was der nächste Schritt ist, ob sie damit in der Zeit sind, ob das die Interessen der Zielgruppe tatsächlich auch trifft. Und dazwischen gibt es immer wieder Reflexion. Also ich sage immer wieder, das ist sehr verschieden, wie die Lehrenden das ausgestalten. Es gibt die Möglichkeit, dass am Anfang oder am Ende beispielsweise eine Reflexion stattfindet, dass immer wieder Reflexion stattfindet oder nur am Ende. Das hängt davon ab, wie groß das Projekt insgesamt ist, wie viel Zeit zur Verfügung steht, was auch unter Reflexion verstanden wird, etc. Wenn Sie mich jetzt fragen, was Service Learning genau ist, dann habe ich hier zwei Definitionen. Die möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber mal kurz, ich glaube, hier ist ein Pointer, genau, darauf verweisen, dass man einerseits das Lernen der Studierenden in den Fokus setzen kann. Das ist hier bei dieser Definition der Fall, also dass es kursbasiert ist, dass es Credits dafür gibt und eine Bildungserfahrung ist, in der die Studierenden in einem organisierten Service teilnehmen und dabei etwas machen, also erstellen, erarbeiten, entwickeln, was gesellschaftlich benötigt wird, und dass sie darüber reflektieren. Und eine andere Definition geht eher darauf aus, dass es sich um reziprokes Lernen handelt, also dass die Studierenden einerseits was reingeben in die Gesellschaft, dass sie umgedreht aber auch was lernen. Und das wäre, ich bleibe mal bei der Autorennbahn, da ist natürlich der Lerneffekt festzustellen, okay, was brauchen eigentlich Menschen, die motorisch nicht in der Lage sind, zum Beispiel eine Autorennbahn zu bedienen, wie kann man denen sonst den Zugang dazu verschaffen, auch dieses Vergnügen zu haben, damit zu spielen. Was heißt es aber vielleicht auch sonst in Ihrem Leben? Was machen Sie anders als Menschen, die Arme, Beine haben und sich frei bewegen können mit ihren Gliedmaßen? Es gibt natürlich den Einblick, wie ist zum Beispiel dieses Haus, das Fritz-Felsenstein-Haus, organisiert, wo diejenigen wohnen. Was gibt es vielleicht für alternative Projekte, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu betreuen oder ihnen Wohnraum zu geben, etc. Und das heißt, diese zweite Definition geht noch viel mehr darauf aus, dass, was glaube ich auch mehr dem Bildungsbegriff entspricht, wie ihn Herr Euler heute Morgen beispielsweise aufgebracht hat, eben zu lernen, nicht nur das fachliche Lernen und auch nicht nur fachliche Kompetenzen zu entwickeln, sondern einen weiteren Blick in die Welt und die Gesellschaft zu haben und sich dazu zu positionieren. Und damit ist eigentlich auch der Konflikt oder das aufgemacht, was die Lehrenden oder die Studierenden oder auch die beteiligten Organisationen miteinander verhandeln müssen, nämlich welches Gewicht nimmt der gesellschaftliche Nutzen ein und welches die studentische Kompetenzentwicklung. Genau, und das muss ausbalanciert werden, und der Vorschlag ist eben, dass es vier Varianten gibt, nämlich je nachdem, was man betont, also entweder das Lernen, das ist dann hier groß geschrieben, oder der Service ist das primäre Ziel,
oder beides, und die, wo alles kleingeschrieben ist, da funktioniert halt keins von beidem so richtig gut. Das muss man ehrlicherweise sagen, gibt es natürlich auch. Also dass die Studierenden weder fachlich wesentlich qualifizierter rausgehen, noch dass es einen Ertrag für die externe Zielgruppe gebracht hat. Aber das kann man vermeiden. Genau, das wäre zum Beispiel meine Aufgabe in dem Arbeitsfeld, wo ich bin. Genau. Wenn Sie jetzt konkret fragen, was die Studierenden lernen können, dann deckt das alles ab, was wir als Kompetenzen betrachten, was an Hochschulen passieren sollte und könnte. Und zwar kann es um Fachkompetenzen gehen, also zum Beispiel in der Informatik, Medizin, die Geschichte mit dem Beispiel hier aus Nürnberg, etc. Also das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es sehr vielfältig ist. Dazu kommen natürlich Methodenkompetenzen, zum Beispiel Projektmanagement, dass man strukturiert vorgehen muss, wenn zum Beispiel Informatiker was entwickeln. Also es gibt auch Beispiele, wo Informatiker Apps entwickeln für Leute, die blind sind oder die sonstige Wahrnehmungsschwierigkeiten haben. Und dadurch laufen die Studierenden natürlich alle Prozesse, die sie auch bei einer Programmierung für eine App für andere Zielgruppen durchlaufen. Also das heißt, dieses ganze strukturierte Vorgehen kann man bei Service Learning meist sehr gut lernen. Das fängt schon damit an, dass man Protokolle von Arbeitstreffen erstellt und endet eben damit, dass man eine Dokumentation des technischen Gerätes beispielsweise erstellt, das man entwickelt hat. Dann die sozialen Kompetenzen sind natürlich einmal die Klassiker, die Teamkompetenz, weil ja häufig in Gruppen gearbeitet wird, Kommunikation, Empathie, teilweise auch Fremdsprachenkenntnisse, wenn eben beispielsweise mit Geflüchteten zusammengearbeitet wird, wo es eine ganz große Welle im Service Learning gab, etc. Und die personalen Kompetenzen, da sind immer wieder die Beispiele von Kollegen. Es fängt schon damit an, sich darauf einzustellen, dass eine Non-Profit-Organisation oder öffentliche Organisation ganz anders tickt als eine Hochschule. Also der Semesterrhythmus ist dann nicht der Rhythmus, das sind nicht die Planungszyklen, in denen dort gearbeitet wird. Es geht darum, Motivation aufzubringen. Es gibt jemanden, der tatsächlich darauf wartet, dass man dann am Ende was fertig hat und was abliefert, also dass man wirklich liefert. Und Frau Strickler hatte ja zwar berichtet, dass sie sich intensiv mit Hausarbeiten auseinandergesetzt hat, aber auch die Erfahrung gemacht, die landen in der Schublade oder werden innerhalb von 10 Minuten irgendwie bewertet. Und das ist halt der Unterschied beim Service Learning. Da gibt es jemanden, der will wirklich, dass am Ende was rauskommt, der wartet darauf, dass das fertig wird oder dass es gut ist oder dass es eine Verbesserung ist zu dem, was man hatte. Und das ist für Studierende häufig eine neue Erfahrung, auch wenn, das sollte jetzt nicht zynisch klingen, aber ist es für manche Studierende tatsächlich. Natürlich der Umgang mit Mehrdeutigkeit, also die Dozenten wollen das eine, die Organisation will das andere, die Studierenden denken sich dies und das bei der Aufgabe, die sie haben, und da dann einen richtigen Weg durchzufinden, was man machen möchte, ist natürlich auch schwierig. Und Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, also auch so klassische Tugenden kann man sehr gut beim Service Learning entwickeln. Einfach weil es ein Gegenüber gibt, das professionell ist und darauf angewiesen ist, ja letztlich, weil ja auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, also darauf angewiesen ist, dass es funktioniert. Dann möchte ich ganz kurz auf Reflexion eingehen, und zwar kann man in viele Richtungen reflektieren, und wenn man jetzt den Fokus aufs Fachliche setzen möchte, dann kann man natürlich am Anfang zum Beispiel fragen, was ist inhaltlich relevant für unser Projekt, das wir arbeiten möchten, welche Prozesse laufen dann ab, welche Annahmen haben wir darüber, oder auch dann, ich gehe auf den Punkt Distanz relativ weit unten, die Reflexion vor der Handlung, während der Handlung und danach. Also da, wenn man das verschriftlicht oder wenn man das irgendwie dokumentiert, stellen die Studierenden am Ende auch fest, was für einen Weg sie eigentlich gegangen sind. Also dass das, was sie sich anfangs vorstellen, häufig wenig mit dem zu tun hat, wie es sich dann entwickelt hat und was sie dann für sich mitgenommen haben. Und darin liegen dann natürlich große Ressourcen und Quellen, die Entwicklung der Studierenden halt zu begleiten und zu fördern. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, funktioniert das denn wirklich? Kommen die Studierenden, lernen die fachlich was, entwickeln die sich weiter, werden die dann, sind sie schlauer und empathischer und sozialer als vorher? Dann muss ich sagen, das ist durchwachsen, die Ergebnislage dazu. Es gibt halt hunderte von Studien zum Thema. Der Fokus ist ganz häufig auf Schülerinnen oder Studierenden. Und die Fragestellungen sind meist tatsächlich, welche Kompetenzen entwickeln sie und welche zivilgesellschaftlich relevanten Einstellungen entwickeln sich oder verändern sich. Und dann hat Herr Reinders von der Universität in Würzburg mal eine Metastudie von 3 Metastudien gemacht. Also insgesamt sind da mehrere hundert Studien eingeflossen. Und er sagt, oder er hat dann halt geguckt auf die Persönlichkeit, das Sozialverhalten, zivilgesellschaftliche Verhalten, die akademische Entwicklung und die sozialen Werte und stellt fest,
Ja, es gibt statistische Wirkungen, die sind ablesbar, die sind jetzt aber nicht so, dass man sagen kann, die gehen ganz klar in die eine Richtung. Also an sich macht Service Learning was anderes als Lehre ohne Service Learning, aber das ist auch alles, was man sagen kann. Dann ist wichtig zu sagen, dass überwiegend Service Learning des Typs, wo Learning großgeschrieben wird, untersucht wird und überhaupt auch umgesetzt wird. Also der Service-Gedanke meist relativ klein ist, also dieses Ergebnis, das der Zivilgesellschaft oder Gesellschaft zugutekommen soll. Und deshalb scheint es so, als ob die akademische Wissensentwicklung schon stattfindet und stärker zu sein scheint als in anderen Bereichen. Wobei sie häufig im lernmotivationalen Bereich ist und weniger im faktischen Wissenserwerb oder in besseren Noten. Wiederum andere, also Lehrende, erzählen halt anekdotisch, dass sie dann Hausarbeiten lesen, wo klar wird, der Studierende hat einen ganzen Gegenstand recht gut durchdrungen und ist da tief eingestiegen, aber trotzdem ist er halt vielleicht bei der Theorie dazu nicht ganz so gut. Also es ist das Lernen außerhalb des Klassenraums oder des Seminarraums wird schon deutlich auch durch die empirischen Ergebnisse sichtbar, dass bei den Studierenden Entwicklung und Reflexion etc. stattfinden, dass es aber teilweise gedankliche Schritte sind, die an der Hochschule nicht so gefragt sind und nicht abgeprüft werden. Also das heißt, die akademische Leistung ist teilweise nicht besser, aber trotzdem ist für die Lehrenden schon sichtbar, dass da Entwicklungen stattfinden, also dass die Studierenden irgendwie einen breiteren Blick beispielsweise erhalten. Dann wird auch eher die moralische Entwicklung beeinflusst als das Selbstkonzept, also es ist jetzt weniger, dass die Studierenden sich jetzt als den Bürger mit demokratischen Rechten und Pflichten und Verantwortung wahrnehmen, wie es ja das Kommuniqué von Bologna zum Beispiel als Ziel hat, sondern dass sie eher halt für sich normative, also dass ihr Bewusstsein für bestimmte normative Setzungen sich entwickelt oder dass sie überhaupt für sich, wie soll ich sagen, Prinzipien entwickeln, was sie gut oder schlecht finden. Und wobei das relativ wenig generalisiert ist, sondern eher zielgruppenspezifisch, also wenn sie zum Beispiel mit Behinderten zusammenarbeiten, dass da die Toleranz, das Verständnis der Lebenslage etc. zunimmt. Ganz häufig sieht man das gerade auch bei sozial weniger Privilegierten, also wenn zum Beispiel Studierende bei der Tafel sind, dann haben sie danach eine größere, Toleranz, aber mehr Empathie und Verständnis für die Lebenslage, wenn Menschen eben zur Tafel gehen und nicht das Einkommen haben, um sich ihre Lebensmittel komplett selbstständig zu finanzieren. Aber den großen gesellschaftlichen Überbau, das passiert ganz selten, dass das Studierende verstehen, also dann durch dieses Service, also durch Service Learning den Einblick erhalten und erkennen, was da alles dahinter steckt, dass es dazu kommt, dass Menschen eben beispielsweise zur Tafel gehen. Genau, also das heißt, es ist durchwachsen, die Effekte von Service Learning und gleichzeitig mache ich mich trotzdem weiter stark dafür, weil ich persönlich auch eher einem Bildungsverständnis und nicht nur einem Verständnis von Kompetenzausbildung an der Hochschule anhänge und denke, dass es zumindest immer einzelne Personen gibt, die ganz besonders von Service Learning profitieren. Und das können sein, dass sowieso die Klassenbesten noch mal besser werden. Und häufig ist es aber auch so, dass diejenigen, die im Studium relativ unauffällig sind, dann plötzlich mit einem tollen Projekt um die Ecke kommen. Oder dass Leute, die vorher im Studium eher still waren, was hat Herr Euler vorhin gesagt, in welchem Semester ein Studierender das erste Mal was gesagt hat im Studium, das ist dann bei Service Learning dann müssen sie plötzlich reden, weil sie sich ja im Team absprechen müssen, weil sie nochmal eine Frage haben, wie muss ich das und das machen an die Dozenten, wenn doch so und so die Gegebenheiten sind und nicht so wie in der Theorie. Und von daher ist es eben auf der quantitativen Ebene, gibt es bisher keine wirklich stichhaltigen Belege, dass Service Learning das große Ding ist. Aber qualitativ sieht man schon Ergebnisse, die aber eben wesentlich schwieriger wissenschaftlich zu erfassen sind, dass das den Studierenden zugutekommt und ihrer wissenschaftlichen akademischen Entwicklung und dass es vor allem eben auch jenseits der Hochschule, also in der Gesellschaft wirkt. Ich überspringe jetzt einfach mal, welche Faktoren da Einfluss drauf nehmen können und würde Ihnen noch ganz kurz sagen, wie sich Service Learning in Deutschland entwickelt. Service Learning ist nämlich ziemlich jung, ist keine 20 Jahre alt in Deutschland und zwar hatte ich, als ich an der Universität in Halle gearbeitet habe, eine Erhebung gemacht zu Service Learning an Hochschulen in Deutschland und da kam raus, dass 2001 schon mal Service Learning stattgefunden hatte an einer Hochschule, Entschuldigung, und
dann seit 2003 immer mal wieder und dass es dann zugenommen hat. Also die Erhebung fand 2011 statt. Und es zeigt sich aber, dass heute, also dass es dann richtig Schwung aufgenommen hat. Es gibt nämlich zum Beispiel das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung, das eigentlich so als Kernthema Service Learning hat. Und das wurde 2009 gegründet. Und anfangs waren es 5 Universitäten und eine Hochschule. Und heute sind es halt 39 Hochschulen. Und auch die Seite, die ich Ihnen gezeigt hatte mit den Linklisten, wo Sie andere Projekte finden können, das zeigt auch, dass das Service Learning in diesen Hochschulen halt schon wirklich etabliert ist, dass es Stelleninhaber gibt, die sich konkret um das Thema kümmern und koordinieren. Und darüber hinaus gibt es eben noch einige weitere Hochschulen, also wo Service Learning einfach mittlerweile zum Kanon gehört. Wobei das nicht heißt, dass es dann so eine Stelle gibt wie hier für Schlüsselqualifikation beispielsweise, sondern dass es häufig Lehrende gibt, die aus eigenem Engagement Service Learning machen, irgendwie eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Community innerhalb der Hochschule bilden und sich gegenseitig unterstützen und austauschen und das eben machen. Und dabei von der Hochschulleitung, ich sag mal, wohlwollend unterstützt werden, aber dass es strukturell nicht zwingend verankert sein muss. Genau. Wenn Sie sich fragen, wie das passiert ist, dass es so viele wurden, dann natürlich, weil es inhaltlich überzeugend ist und zum anderen aber auch, weil es Förderprogramme gab, die das mit angestoßen haben. Und zwar gab es einmal DOIT von 2002 bis 2012 in Baden-Württemberg von der Agentur Mehrwert, einer Art Freiwilligenagentur umgesetzt, die an über 60 Hochschulen dann Kurse auf Basis von Service Learning umgesetzt haben und damit halt das dort erstmal in die Hochschulen gebracht haben und es da bekannter wurde. Und dann gab es vor allem 2 große Programme vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, beziehungsweise das erste auch von der Mercator-Stiftung, mehr als Forschung und Lehre und Campus und Gemeinwesen, wo jeweils mehrere Hochschulen eben, also das erste Programm ja sehr gut ausgestattet, für mehrere Jahre versucht haben, Service Learning einzuführen, umzusetzen und ihre Erfahrungen auch gesammelt und geteilt haben. Gleichzeitig ist aktuell, laufen auch Programme, die vom BMBF gefördert sind, nämlich einmal der Qualitätspark Lehre ganz links, dann die qualitätsoffensive Lehrerbildung und ganz rechts die innovative Hochschule, wo jeweils Service Learning und Ähnliches eine Rolle spielen. Ganz kurz komme ich zu dem Punkt, auf den mich Herr Jahn eigentlich bringen wollte, nämlich was ist der ursprüngliche Gedanke von Service Learning gewesen, nämlich die Verknüpfung von Erfahrungslernen und Demokratiepädagogik. Also das heißt, Erfahrungslernen heißt eben, dass man nicht nur theoretisch lernt, sondern selbst irgendwie aktiv wird, praktisch was macht, rausgeht aus der Hochschule oder Schule und in einem realen Raum, in einer echten Situation aktiv ist, dass das viel nachhaltigeres Lernen ist, als wenn man eben halt im Klassenraum bleibt. Und gleichzeitig der Gedanke, dass Bildung einen zivilgesellschaftlichen Auftrag hat, also Bildung auch zur Stärkung, Stabilisierung, Förderung von Demokratie dient. Und dazu und das dann eben zum Service Learning geführt hat. Die Wurzeln davon liegen noch viel weiter zurück, nämlich um die Jahrhundertwende, also nicht die letzte, sondern die vorletzte, vom 19. zum 20. Jahrhundert, als John Dewey festgestellt hat oder für sich eben die Theorie entwickelte, dass der Wissenserwerb auf der praktischen Auseinandersetzung mit bisher unbekannten Problemen beruht und durch diesem Durchdenken der Handlungserfahrung, also der Reflexion. Und er sagt eben, Handeln und Reflexion sind notwendige Bausteine des Lernens. Und das heißt, dass das Engagement beim Service Learning nicht das Ziel von Bildung ist, sondern die Methode, um zu lernen. Und das ist halt ganz wichtig, denke ich, bei Service Learning zu bedenken. Dass weniger darum geht, aus meiner Sicht Studierende rauszuschicken, damit sie sich engagieren, sondern dass sie sich engagieren, damit sie was lernen. Und das ist halt eine andere Perspektive und somit auch ein anderes Herangehen. Und dann vielleicht auch in Zeiten von Trump und Fake News nicht irrelevant, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, was Demokratie bedeutet. Aus Sicht von Dewey nämlich ist Demokratie das, wenn jeder Bürger seine eigenen Interessen umsetzen kann, aber gleichzeitig auch die Interessen anderer im Blick mit hat und mitbedenkt. Und dass dann eben Kommunikation und kooperatives Handeln notwendig sind, um beides zu erreichen, also die individuelle, wie soll ich sagen, Selbstverwirklichung und die als Gesellschaft. Und das heißt eben auch, dass Demokratie sich ständig selbst erneuern muss. Und ich schließe provokant mit dem Satz, und das ist eine der wesentlichen Aufgaben der Hochschulen, daran stark mitzuwirken.